Hallo und willkommen zu Alpenrevue. Ich dachte, ich wende mich heute mal einem Meister und Pionier der elektronischen Musik zu, Jean-Michel Jarre. Und hierbei möchte ich mir sein 1990 erschienenes Album Waiting for Cousteau anschauen. Interessanterweise habe ich erst jetzt dieses Album mir zu Gemüte geführt, obwohl es über 30 Jahre auf meiner To-Do-Liste stand. Ich hatte Anfang der 90er mal in einem CD- und Plattenladen als Verkäufer gearbeitet und schon damals war mir das ikonografische Design mit diesem gelben Ohr aufgefallen, aber es ergab sich nie, dass ich diese CD auch wirklich kaufte, obwohl sie mir alle 10 Jahre irgendwo mal kurz in der Hand landete, in einem Laden oder so. Nun hatte an anderer Stelle unter einem anderen Video Chris, hi Chris, mal Bezug auf diese CD genommen, also dachte ich, jetzt ist es an der Zeit. Also habe ich Nägel mit Köpfen gemacht und das Album mal bestellt und hier sind wir also. Vorweg gesagt, der Sound kam nicht überraschend. Diese CD ist exakt so, wie ich es mir vorgestellt habe, aber das hat auch viel damit zu tun, dass Jean-Michel Jarre seinen berühmten, leicht wiedererkennbaren Sound hat und zugleich weiß ich, wie er in den 90ern ungefähr geklungen hat. Sprich, wenn ich weiß, dass das ein Album von 1990 ist, dann habe ich ungefähr den Sound der Synthesizer und der Drumcomputer jener Zeit im Ohr. Denn es ist sehr spezifisch. Ich habe so einige 12 Inches, die aus dieser Zeit sind und sie alle haben diesen neuartigen, sehr grandiosen Drumcomputer-Sound, der sozusagen der den frugalen ursprünglichen Lin und Roland Drum Computer Sound der frühen 80er ablöste. Die Firma Korg hat in diesen Jahren viel Aufwind, Yamaha auch, neue digitale Roland Synthesizer. Somit lässt sich die Musik von Jean-Michel Jarre immer ein wenig nach dem einschätzen, welche Geräte in welchen Jahren erschienen sind, denn man wird sie dann garantiert auf dem entsprechenden Album hören. Wie auch immer, dieses Album ist, der Titel verrät es, dem großen Unterwasserforscher Jacques-Yves Cousteau gewidmet. Und Cousteau ist sicherlich auch ein wichtiger Teil meiner Jugend gewesen. Seine TV-Dokumentarserien liefen auch im tschechoslowakischen Fernsehen. Und in vielerlei Hinsicht war Cousteau möglicherweise der letzte große Entdecker. Wie ist die Musik nun zu bewerten? Also, man kann das Album in zwei isolierte Sektionen unterteilen. Der erste Part besteht aus 3 Stücken und trägt die Titel Calypso 1, 2 und 3, benannt natürlich nach der berühmten Calypso, dem Forschungsschiff von Jacques Cousteau. Diese Stücke sind weitgehend in Jean-Michel Jarres typischem Elektronika-Stil gehalten, also irgendwo im Grenzgebiet zwischen gefälligem Synthpop und durchaus experimenteller Synthesizer-Musik. Der zweite Part ist dann das Titelstück Waiting for Cousteau, wobei es im französischen Original En attendant Cousteau heißt. Und dieses Stück ist 100%iger, unverdünnter Ambient. Und das ist bei Jean-Michel Jarre gar nicht so typisch, da er als Künstler doch eher mehr der thematischen und melodiösen Musik zugeneigt ist, während echtes Ambient sich tatsächlich aus allen konventionellen Normen der Musik löst und ausschließlich Atmosphäre darstellt. Übrigens ist auch interessant, dass damals, 1990, dieses Album auch noch auf Vinyl erschienen ist. Heute sollte man allerdings bereit sein, für diese Ausgabe 200, 300 oder 400 € auszuspucken, sollte sie unbedingt deinen Plattenschrank schmücken. Doch für mich war das nie eine Option, nicht nur wegen dem irrwitzigen Preis, sondern vor allem deshalb, dass die Vinylseite einen ungefähr 20-minütigen Cut des En attendant Cousteau-Projekts hat, begrenzt durch die Länge der Vinylseite. Doch auf der CD bekommt man natürlich das gesamte Stück, das 47 Minuten lang ist. Diese Musik wurde später auch von Jacques Cousteau als Soundtrack zu einem Dokumentarfilm über Palawan verwendet. Also Cousteau war sich der ganzen Albumproduktion von Jarre hier sehr bewusst. Kehren wir aber mal zurück an den Anfang. Wie gesagt, der erste Track trägt den einfachen Titel Calypso, bekannt nach Cousteaus Schiff. Ich würde sagen, produktionstechnisch ist das der aufwendigste Track hier und man muss vor der Produktion den Hut ziehen. Jean-Michel Jarre ließ auch hier eine echte Perkussionsbatterie auftreten, die Amoco Renegades Playing Steel Drums, was den lateinamerikanischen Sound dieses
Eröffnungsstückes unterstreicht. Wie gesagt, man hört den Production Value und Jean-Michel Jarre hat ja eine ganze Menge Arbeit und Schweiß in diese ersten 8 Minuten gesteckt. Allerdings erinnert mich das etwas überladene Ergebnis ein wenig an Synthesizer-Demos. Das gibt es heute vielleicht nicht mehr, aber gerade in dieser Zeit, vor 30 Jahren, wenn ein neuer Synth auf den Markt kam, hat er häufig irgendwo diesen einen Knopf auf dem Front und wenn man drauf drückte, begann das Ding eine Art Demo-Track abzuspielen, das die Leistungsfähigkeit des Geräts demonstrierte. Gerade Verkäufer in Music-Shops benutzten das gerne bei Vorführungen. Das hatte immer etwas Irreführendes, zumindest für uns Laien, denn später zu Hause gelang es mir selten, aus einem Expander so viel rauszuholen, wie diese überdimensionierte Demo beinhaltete, wahrscheinlich zusammengestellt von den Leuten, die das Ding programmiert haben. Wie gesagt, Calypso 1 hat diesen überproduzierten Synth-Demo-Vibe. Es ist wie so ein Vorzeigestück für das Können des Komponisten. Aber die Melodien und die Musik ist halt auch sehr kitschig und mehr wie eine touristische musikalische Postkarte. Aber es klingt toll. Der Production Value ist da, der Sound ist stark, aber das Stück klingt halt wie Werbung für Cornetto Eis. Das zweite Stück, Calypso 2, ist zum Glück ganz anders. Hier werden wir musikalisch endlich in eine echte Cousteau-Welt entführt. Plötzlich ist der Sound rätselhaft, geheimnisvoll und forschend. Jean-Michel Jarre schafft hier zum Beispiel die Klänge von Möwen, aber mit Synthesizern und das finde ich gut. Das ist, was ich von ihm erwarte und nicht Cornetto-Eismusik. Das zweite Stück ist aber auch massiv von der damals aufkommenden Techno-Musik beeinflusst. Es war schon 1990 klar, dass Jean-Michel Jarre nicht bereit war, sich als Opa mit Keyboards auf Seitengleis abstellen zu lassen. Und seine Musik gerade in den 90ern demonstriert das Bedürfnis, aktuell zu bleiben. Diese zweite Nummer ist für mich das erste Highlight hier, aber ich würde ohnehin, wenn ich mir das Album anhören möchte, möglicherweise mit diesem zweiten Track beginnen. Denn hier passiert es und das ist purer Jean-Michel Jarre Sound. Inklusive dieser frühen 90er Power Drum Beats. Die dritte Nummer, Calypso Teil 3, mit dem Untertitel Fin de siècle, ist mehr eine nostalgische, elegische Komposition mit einigen etwas klischeehaften Harmonien. Aber grundsätzlich spüre ich hier den nostalgischen Blick des Komponisten, der hier auch daran erinnert, dass Cousteau auch das Ende einer Ära repräsentiert und dass die Ära der Entdeckungen nun vorbei ist. Diese Dinge können nur noch bereist und Revue passiert werden, aber die glorreiche Zeit der Entdeckung liegt nun mal in der Jahrhundertwende vor 130 Jahren. Alles in allem hat dieses Stück seine Faszination. Jean-Michel Jarre gelingt es hier tatsächlich eine echte emotionale Stimmung zu erzeugen, wie so oft dem damals gerne verbreiteten Stereotyp zum Trotz, dass reine Synthesizer-Musik immer nur gefühllos sein werde. Niemals könnte sie emotional mit der Musik der natürlichen Instrumente mithalten, was man damals durchaus glaubte. Und ich glaube, dagegen rennt hier Jean-Michel Jarre an. Und es ist durchaus gelungen. Es ist eine interessante, pathosgeladene Elegie, wie so ein großer musikalischer Monolith aus Granit für eine längst vergangene Ära. Und damit endet der Calypso-Block dieses Albums. Nun beginnt allerdings vielleicht das eigentliche Hauptstück des Albums, zumindest für mich, weil ich ein alter Ambient-Haudegen der ersten Stunde bin, das 47 Minuten lange En attendant Cousteau. Und hier müssen wir erstmal die Frage klären, die gerade in 1990 relevant ist, und zwar: Ist das hier echter Ambient? Ambient als Begriff wurde von Brian Eno salonfähig gemacht 10 Jahre zuvor und sein legendäres Album Ambient One, Music for Airports, besitzt in der Hülle drin ein ganzes Manifesto, das definiert, was Ambient ist und was es nicht ist. Und interessanterweise ist diese Definition an keiner Stelle formal. Die Idee, Ambient wäre nur mit Synthesizern umsetzbar, ist gänzlich falsch. Du kannst Ambient mit den Löffeln, Gabeln und Töpfen aus deiner Küche machen. Das ist vollkommen legitim. Die Definition von Ambient ist nicht formal, sondern funktional. Somit Ambient hört dann auf, Ambient zu sein, wenn die Musik so viel Formalismus besitzt, dass du anfängst, dich mit diesem Formalismus zu beschäftigen. Deshalb hat Ambient meistens keinen echten Rhythmus und keine echten Melodien und auch die Harmonien sind extrem rudimentär, wenn überhaupt vorhanden. Die Frage, die Brian Eno sich hier stellt, lautet: Ist diese Musik dazu geeignet,
ein musikalisches Möbelstück in deiner Wohnung, in deinem Haus, in deiner Werkstatt, in deinem Auto zu sein. Und dort, wo andere Musikstile eher von der Angst ergriffen sind, dass man sie als musikalische Tapete verunglimpft, blüht Ambient erst auf. Ambient-Musiker sind da stolz darauf. Sie sagen, natürlich machen wir musikalische Tapeten. Es sind Möbelstücke aus Schall. Diese Musik ordnet sich also gerne unter und sie dient. Sie dient, sie funktioniert, sie ist funktionabel. Vielleicht zum Einschlafen oder im Hintergrund, während man in der Garage arbeitet. Aber in ihrer Beschaffenheit kann diese Musik eben etwas, das Rockmusik aus dem Radio nicht kann. Sie kann eine Atmosphäre um dich herum erzeugen und diese dann auch halten, wie so ein geronnenes Gemälde. Ich behaupte ja immer, die Leute würden viel mehr Geld in Supermärkten ausgeben, wenn man die Musik, die im Kaufhaus so läuft, unter diesen Gesichtspunkten gestalten würde. Denn was manchmal für gruselige Musik in Kaufhäusern läuft, ermahnt mich jede Sekunde, nicht zu lange zwischen den Regalen zu faulenzen, mich zügig zur Kasse zu bewegen, um dem langweiligen Popkrach zu entkommen. Doch Ambient hat eben diese Fähigkeit der Futuristik oder der Erhabenheit. Und was vorher banal erscheinen mag, fühlt sich bedeutsam an, wenn man erstmal in Ambient taucht. Ist nun unter diesen Gesichtspunkten En attendant Cousteau von Jean-Michel Jarre echter Ambient-Sound? Ich kann das mit absoluter Gewissheit beantworten. Diese 47 Minuten sind pure, unverdünnte Ambient-Musik. Da ist also absolut nichts Pseudo dran. Und das ist zumindest für mich deshalb relevant, weil genau in jener Zeit, und das hielt gut 20 Jahre an, wurde der Begriff Ambient plötzlich recht populär und alle möglichen DJs und Producer aus der Techno- und Hauswelt haben dann diesen Genrebegriff total verfremdet und immer jene Tracks als Ambient klassifiziert, die sozusagen Chill-Out-Tracks waren. Also dieser ruhige, softe Techno-Sound für die Lounge oder für die After-Hours. Ihr wisst vielleicht, was ich meine. Und ich habe mich dagegen natürlich immer vehement gewehrt und darauf verwiesen, dass das kein Ambient ist. Das ist also eine interessante musikhistorische Debatte, die jetzt aber ein wenig den Rahmen sprengt. Was ich aber sagen kann, ist, dass En attendant Cousteau ein wundervoller Ambient-Track ist, der wundervoll die Unterwasserwelt als Atmosphäre einfängt. Jean-Michel Jarre hatte an dieser Stelle sicherlich einiges von Harold Budd und Brian Eno analysiert und macht in seinem eigenen Ambient-Wurf tatsächlich alles richtig. Somit Chapeau. Ich habe mir überlegt, wie ich das Album bewerten soll. Ich gebe hier 4 Sterne, denn obwohl mir der erste Track nicht ganz so gefällt, mich aber in seiner Produktionsqualität durchaus beeindruckt, ist der Rest sehr hörenswert. Doch das Album steht vor allem auf den Schultern dieses grandiosen 47-minütigen Ambient-Stücks. Das zeigt, dass Jean-Michel Jarre auch die Disziplin besitzt, Ambient zu machen. Denn das ist eine der wichtigsten Eigenschaften für Ambient-Musik. Absolute Disziplin, sich nicht hinreißen zu lassen, in die Welt der konkreten Melodien, Harmonien oder auch Rhythmen abzugleiten. Das klingt so einfach und quer durch die Bank würden alle professionellen Keyboarder immer sagen, ach komm, den Quark, den nehme ich in einem Nachmittag auf, das ist Kinderkram verglichen mit den krassen Sachen, die ich sonst spiele. Ja, aber das passiert dann meistens nicht. Diese Disziplin ist nicht jedem gegeben und sie muss mit einer tiefen Hingabe an das Formlose und Atmosphärische einhergehen. Das ist dann auch der Grund, warum Brian Eno das einfach besser kann als die meisten. Und Jean-Michel Jarre hat hier eindeutig bewiesen, dass er diese Disziplin hat. Alles in allem ein Top-Album, allein wegen der 47-minütigen Nummer hat sich der Kauf gelohnt. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal, macht's gut. Das war Waiting for Cousteau von Jean-Michel Jarre aus dem Jahr 1990.